herzlich willkommen zu unserer fünften Sitzung im Seminar Funktionelle Neuroanatomie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir uns mit dem visuellen System beschäftigen. Wir haben jetzt ja in den letzten Sitzungen kennengelernt, wie unsere Nervenzellen miteinander kommunizieren, wie unser Zentralnervensystem aufgebaut ist, also wo die großen funktionellen Einheiten sind. Letzte Woche haben wir dann unser peripheres Nervensystem kennengelernt und jetzt wollen wir mal die unterschiedlichen Sinnessysteme durchgehen, um zu erfahren, wie wir eben Informationen aus unserer Umwelt aufnehmen können, um dann auch auf unser motorisches System einzugehen, um dann zu erfahren, wie wir Informationen an unsere Umwelt aussenden können. Heute also beschäftigen wir uns mit dem visuellen System, hier vor allem mit dem visuellen Kortex, dem Okzipitallappen. Im Referat heute zur heutigen Sitzung über das Kapitel 12 aus unserem Lehrbuch der biologischen Psychologie von Rainer Schandri, da hätten Sie lernen sollen, wie denn unser visuelles System strukturiert ist. Also, welche funktionellen Einheiten finden wir in unserem visuellen System? Wie ist die Informationsbahn von unseren Augen über die Sehbahn hin zu unserem visuellen Kortex und welche Zellen und welche Zelltypen finden wir dabei? Sie sollten jetzt also einen Überblick haben über die einzelnen Funktionen unseres visuellen Systems. Jetzt im zweiten Teil werden wir uns kurz mit dem visuellen Bewusstsein beschäftigen, also der Frage, wann wir eigentlich eine bewusste visuelle Wahrnehmung haben und mit welcher Verarbeitungsstufe in unserem Gehirn diese bewusste Wahrnehmung assoziiert ist. Anschließend werden wir uns einen Fallbericht anschauen von einem Patienten, bei dem diese visuelle Wahrnehmung beeinträchtigt ist und hier uns fragen, können wir einen Seheindruck haben, auch wenn unser visueller Kortex beeinträchtigt ist. Hier noch einen kleinen Hinweis, einen kleinen Link-Hinweis. Es gibt eine sehr schöne Seite von einem japanischen Forscher, der sich mit allerlei visuellen Illusionen beschäftigt. Das können Sie sich gerne mal anschauen und sich diese visuellen Illusionen anschauen und überlegen, woran könnten die denn liegen? Nach allem, was Sie heute über das visuelle System gelernt haben, können Sie sich diese visuellen Illusionen aus diesen zellulären Grundlagen, diesen neurobiologischen Grundlagen erklären. Schauen wir uns zunächst einmal an, wie wir eigentlich visuelle Informationen aufnehmen. Hier ein Bild von Hubel und Wiesel, die sich damit beschäftigt haben, wie eigentlich in unserem primären visuellen Kortex Reize organisiert werden. Hier haben Sie vielleicht schon kennengelernt das Konzept des rezeptiven Feldes. Diese rezeptiven Felder, die Hubel und Wiesel untersucht haben, die befinden sich hier auf Ebene des primären visuellen Kortex. Und diese Untersuchungen wurden hier an Affen gemacht, an Makaken. Und hier wurden einzelne Elektroden in den visuellen Kortex implantiert und hier also an einzelnen Nervenzellen im primären visuellen Kortex die Einzelzellaktivität gemessen. Was Sie hier also auf der einen Seite in diesem Schaubild sehen, diese einzelnen vertikalen Striche, das sind einzelne Aktionspotenziale von Nervenzellen hier im visuellen Kortex. Auf der anderen Seite sehen Sie ein Achsenkreuz mit unterschiedlichen Symbolen. Das bezeichnet den Versuchsaufbau hier. Hier wurde also auf eine Wand, auf einen Bildschirm Lichtpunkte projiziert und je nachdem, wie diese einzelne Nervenzelle reagiert hat, wurden hier unterschiedliche Symbole verwendet. Also sprich, wir messen eine einzelne Nervenzelle in unserem visuellen Kortex und schauen an, wie reagiert diese einzelne Nervenzelle auf Lichtreize an unterschiedlichen Orten im Raum. Und daraus lässt sich das sogenannte rezeptive Feld errechnen. Also welchen Bereich unserer Umwelt bildet dieses einzelne Neuron in seiner Feuerrate ab? Dieses Konzept, das kennen Sie möglicherweise schon aus der allgemeinen Psychologie, dieses Konzept des rezeptiven Feldes. So können wir also ablesen, welcher Bereich unseres primären visuellen Kortex für welchen Bereich der Umwelt zuständig ist. Also können wir schauen, wie werden hier unterschiedliche Umweltbereiche in unserem primären visuellen Kortex in der Aktivität einzelner Zellen kodiert.
Sie sehen hier schon, diese Nervenzelle, die reagiert unterschiedlich, je nachdem, ob ein visueller Reiz in der Mitte unseres visuellen Feldes oder in der Peripherie unseres visuellen Feldes gezeigt wird. Zum Beispiel sehen wir hier an der Linie mit C bezeichnet, dass hier diese Nervenzelle anfängt zu feuern, wenn ein Lichtpunkt in der Peripherie scheint. Sie sehen es quasi neben der Linie neben C, da sehen Sie das Achsenkreuz und sehen diesen Kreis eingezeichnet und sehen, wo der Lichtpunkt war. Und Sie sehen, okay, diese Nervenzelle, die wir hier gerade messen, die feuert dann, wenn ein Lichtpunkt in der Peripherie unseres visuellen Feldes erscheint. Im Gegensatz dazu, was wir in Schaubild A sehen, hier diese Nervenzelle, die hört auf zu feuern, wenn ein Lichtpunkt genau in der Mitte unseres visuellen Feldes erscheint. So können wir also On-Center oder Off-Center rezeptive Felder und Nervenzellen in unserem visuellen System definieren. Wir haben in unserem visuellen Kortex natürlich nicht nur eine Nervenzelle, sondern ganz viele Nervenzellen. Und das wissen Sie jetzt ja vermutlich schon aus dem Buchkapitel. Unser visueller Kortex ist aufgebaut aus parallel angeordneten funktionellen Einheiten. Wir haben also hier in unserem visuellen Kortex benachbarte Areale, benachbarte Bereiche des visuellen Kortex, diese Säulenstruktur, die benachbarte Bereiche aus unserer Umwelt kodiert. Und das können Sie sich so ein bisschen vorstellen wie ein Sensor in einer Digitalkamera, der einzelne Pixel abbildet. Genauso haben wir einzelne Bereiche in unserem visuellen Kortex, die einzelne Bereiche unserer Umwelt abbilden. Jeder Bereich hat dabei ein rezeptives Feld und aus diesen nebeneinander liegenden rezeptiven Feldern können wir dann unsere Umwelt in unserem visuellen Kortex repräsentieren. Sie können sich das so ein bisschen vorstellen, dass die Aktionspotentialrate, die Feuerrate, ein Schwarz-Weiß-Bild unserer Umwelt kodiert. Je höher die Feuerrate ist, je mehr Aktionspotenziale vorhanden sind, desto heller ist der Lichteindruck. Wenn keine Aktionspotenziale vorhanden sind, dann ist es ja ein dunkler Seeeindruck. Und so haben wir hier an der Feuerrate kodiert ein Schwarz-Weiß-Bild unserer Umwelt. Und das funktioniert natürlich nicht nur für Schwarz-Weiß, sondern wir haben natürlich auch farbsensitive Zellen, farbsensitive Bereiche, die für ganz bestimmte Farben sensitiv sind. Und wenn wir diese Informationen kodieren, dann können wir eben einen vielschichtigen Seeeindruck unserer Umwelt in unserem visuellen Kortex repräsentieren. Natürlich ist unser visuelles System nicht hier am visuellen Kortex zu Ende, sondern unser visueller Seeeindruck, der verteilt sich über unseren gesamten Neokortex. Es gibt hier eine ganz wichtige Arbeit von Fellman und Van Essen, die sich mal die Aufgabe gestellt haben, die einzelnen Bereiche in diesem visuellen System nachzuvollziehen. Und daraus wurde dieses sehr, sehr komplizierte Schaubild erstellt, das die hierarchische Vernetzung in unserem visuellen System repräsentiert. Was Sie in diesem Schaubild sehen, ist, dass wir hier eine parallele und serielle Verarbeitung haben. Parallel bedeutet, die gleiche Information wird in ganz vielen unterschiedlichen Arealen verarbeitet. Seriell bedeutet dabei, dass wir hier eine Hierarchie der Verarbeitungsstufen haben, dass also Schritt für Schritt einzelne Verarbeitungsstufen durchschritten werden. Und je höher wir in diesem hierarchischen System kommen, also je weiter wir in dieser Verarbeitungshierarchie kommen, desto komplexer wird die Information, die wir hier verarbeiten. Auf Ebene des primären visuellen Kortex, da geht es hier vor allem um Hell-Dunkel-Unterschiede, Schwarz-Weiß, Farbeindrücke, Kanten, so ganz einfache Elemente der visuellen Wahrnehmung. Je höher wir dann kommen, wenn wir vom primären visuellen Kortex zum sekundären visuellen Kortex kommen, da werden dann schon einzelne Linien zu Ecken und Kanten, zu Formen zusammengefügt. Und je höher wir dann in diese Hierarchie kommen, desto komplexer wird die Information. So gibt es beispielsweise hier an der Unterseite des Temporallappens den fusiformen Gyrus, der sich dann beispielsweise mit Gesichtswahrnehmung beschäftigt, hier also selektiv für Gesichtsformen ist. Oder wir haben hier beispielsweise hier vorne im Frontallappen
das sogenannte frontale Augenfeld, das dann unsere visuelle Information und unsere motorische Information verknüpft, um Augenbewegung zu steuern. Sie sehen hier also, dass dieses visuelle System, das ist nicht hier in unserem Okzipitallappen vorbei, sondern das zieht sich dann in parallelen und seriellen Verarbeitungswegen durch unseren gesamten Neokortex. Die Frage dabei ist jetzt, an welcher von dieser Verarbeitungsstufe entsteht eigentlich eine bewusste Wahrnehmung? Haben wir also einen bewussten Zugang zu der Information, die wir in unserem primären visuellen Kortex repräsentieren? Oder ist der Inhalt unserer bewussten Wahrnehmung erst das Resultat dieser ganzen Verarbeitungsstufen, die wir dann in frontalen Arealen zu einem holistischen, zu einem gemeinsamen Bild zusammenfügen? Das ist eine Frage, die haben sich beispielsweise auch die Gestaltpsychologen gestellt. Diese Frage nach dem visuellen Bewusstsein lässt sich zusammenfassen unter dem Schlagwort Quest for Consciousness, das hier von Christoph Koch und Jana Aru bearbeitet wurde. Hier fragen sich Wissenschaftler, was denn eigentlich die neuronalen Korrelate unserer bewussten Wahrnehmung sind. Also, an welchem Punkt in dieser Verarbeitungshierarchie entsteht unser bewusster Seheindruck? Ganz zentral dabei ist eben die Identifikation der einzelnen Verarbeitungsstufen und mit welchen Funktionen diese einzelnen Verarbeitungsstufen tatsächlich assoziiert sind. Ein Konzept, das Sie dabei vielleicht schon kennen, ist die sogenannte subliminale Wahrnehmung. Also die Wahrnehmung oder der Einfluss auf unser Bewusstsein, unsere Verarbeitung von visuellen Reizen, die so kurz sind, dass wir sie tatsächlich nicht bewusst verarbeiten. Ich kann Ihnen beispielsweise einen visuellen Reiz extrem kurz darbieten und dieser extrem kurze visuelle Reiz, der wird zwar in Ihrem visuellen Kortex registriert, aber dann nicht weiterverarbeitet. Und dennoch kann dieser extrem kurze Reiz einen Einfluss auf Ihre Wahrnehmung haben. Ein Beispiel dafür kennen Sie vielleicht aus dem Film Fight Club. Wenn Sie diesen Film nicht kennen, mit Brad Pitt, ist ein Film, der sehr eindrücklich zeigt, wie eben hier mit subliminaler Wahrnehmung ein Seheindruck entstehen kann, also wie man extrem kurze Bilder in einen Film hineinschneiden kann, um dann eben einen Seheindruck zu haben. Hier diese Frage nach dem Quest for Consciousness, nach die Frage nach dem visuellen Bewusstsein, dreht sich also um die Frage, welche Verarbeitungsstufen sind hinreichend und welche sind notwendig für einen tatsächlichen bewussten Seheindruck. Und genau mit dieser Frage befasst sich auch der wissenschaftliche Artikel, den wir heute gemeinsam miteinander uns anschauen wollen. Dieser Artikel geht nämlich genau um die Frage, kann ich eine bewusste Wahrnehmung haben, eine bewusste visuelle Wahrnehmung haben, auch wenn mein visueller Kortex beschädigt ist. Das ist ein Artikel von Zeki und Kollegen, der sich aus Ende der 90er Jahre, von 1999, der sich mit der Farbwahrnehmung in einem blinden Patienten befasst. Also wir haben hier einen Patienten, der ist funktional blind, der hat also keinen bewussten Seheindruck, aber der kann scheinbar trotzdem Farben unterscheiden und Farben wahrnehmen. Und genau damit wollen wir uns jetzt heute mal auseinandersetzen. Ganz zentral bei diesem Patienten ist sein MRT. Sie haben jetzt ja schon so ein paar MRTs gesehen. Wir haben uns ja schon ein bisschen angeschaut, wie man eigentlich in einem T1 gewichteten MRT was erkennen kann. Sie erinnern sich, ein MRT, da nutze ich einen Magnet und einen Radiopuls, um einzelne Protonen auszulenken und messe dann, wie lange brauchen diese Protonen, um sich wieder am Magnetfeld auszurichten. Und daraus, aus dieser frei werdenden Energie und der Relaxationszeit, kann ich Schwarz-Weiß-Bilder errechnen, die mir dann eine Information über den Aufbau eines Gewebes liefern. Und so wurde hier bei diesem Patienten auch ein MRT, ein strukturelles MRT, angefertigt. Und Sie sehen hier an diesem strukturellen MRT schon tatsächlich Veränderungen,
die hier möglicherweise mit seiner Erkrankung zu tun haben. Sie können sich jetzt einmal überlegen, was fällt Ihnen hier an diesem MRT auf? Was ist hier an diesem MRT anders als bei einem MRT von einem gesunden, normal funktionierenden Menschen? Dazu wollen wir uns auch zunächst einmal die Krankheitsgeschichte von dem Patienten anschauen, der in diesem Artikel beschrieben wird. Der Patient PB, hatte einen Unfall, und hier ist jetzt erstmal ihre erste Aufgabe für diesen Artikel, ist es herauszufinden, was ist denn eigentlich mit diesem Patienten passiert. Welche Untersuchungen wurden durchgeführt? Also was ist die Krankheitsgeschichte von diesem Patienten? Was wurden dann für Untersuchungen durchgeführt? Welche Symptome zeigt also der Patient PB? Und wie können diese Symptome aus dem strukturellen MRT erklärt werden? Und hier ist schon die erste Frage, gibt es hier paradoxe Effekte? Also was gibt es hier für Verhaltenseffekte, die eigentlich entgegen der Vorhersage aus dem MRT stehen. Also was gibt es hier für Verhaltensbefunde, die eigentlich nicht zu dem MRT, zu dem Krankheitsbild passen können. Bei dem Patienten PB wurden dann eine Reihe von psychophysiologischen Untersuchungen durchgeführt. Psychophysiologisch, das bedeutet, hier wurden Reize präsentiert und die Wahrnehmung, das Verhalten von diesem Patienten wurde aufgenommen, wurde registriert, um dann zu schauen, wie ist dieses Verhalten, ist dieses Verhalten von diesem Patienten PB ähnlich oder unterschiedlich zu einer Kontrollgruppe. Hierzu Ihre Aufgabe, schauen Sie mal, welche psychophysiologischen Untersuchungen denn tatsächlich bei diesem Patienten durchgeführt wurden. Was wurde hier eigentlich untersucht? Was wollte man herausfinden? Und welche Probleme stellten sich dabei für diesen Patienten? Es geht hier um visuelle Wahrnehmung. Was war hier möglicherweise problematisch bei der Durchführung von diesen Untersuchungen? Und dann wollen wir uns mal anschauen, was denn eigentlich dieser Patient PB berichtet hat. Es geht hier um Form- und Farbwahrnehmung. Also was hat der Patient hier berichtet? Wie ist seine Wahrnehmung im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe? Und was ist denn das Konzept der sogenannten Farbkonstanz? Da ist die Frage, das haben Sie vielleicht schon in der allgemeinen Psychologie kennengelernt, dieses Konzept der Farbkonstanz, Farbinvarianz. Und dabei ist eben die Frage, wie nehmen wir eigentlich auf retinaler Ebene Farben wahr? Wir haben es ja im ersten Teil im Referat schon kennengelernt, dass unsere Retina farbsensitive Zellen hat. Und ist die Frage, wie kodieren eigentlich diese farbsensitiven Zellen Farbe und wie wird dann diese Farbwahrnehmung auf kortikaler Ebene weitergeführt? Also wie wird die Information über Farben von der Retina in den Kortex übertragen und wie funktioniert Farbwahrnehmung dann auf kortikaler Ebene? Im Weiteren wurden bei diesen Patienten auch ein funktionelles MRT, also ein fMRT durchgeführt. Also hier wurde sich eben angeschaut, welche Bereiche im Kortex sind denn bei unterschiedlichen Aufgaben aktiviert. Auch hier ging es wieder um Farb- und Formwahrnehmung und auch hier wurde wieder der Patient PB verglichen mit einer Kontrollgruppe. Die Frage, die sich hier zuerst stellt, ist, welche Bereiche sind denn bei dem Patienten PB aktiviert im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Also wenn hier der Patient PB mit seiner Hirnschädigung und eine Kontrollgruppe die gleiche Aufgabe durchführen, sind dann bei diesen beiden dann auch die gleichen Bereiche im Gehirn aktiviert? Und wenn nicht, wo finden sich hier Unterschiede in der Aktivierung? Und können wir dann aus diesen Unterschieden in der Aktivierung tatsächlich die Wahrnehmungsbefunde extrahieren, die wir hier gerade in den psychophysiologischen Untersuchungen entdeckt haben. Dazu eben die Frage, wie hängt das Ganze mit unserer Theorie des visuellen Bewusstseins zusammen? Also der Frage danach, welche Bereiche unserer visuellen Verarbeitung denn tatsächlich unserer bewussten Wahrnehmung zugänglich sind. Können wir also Informationen auf Ebene des primären visuellen Kortex
bewusst wahrnehmen oder werden wir erst den integrierten, den höheren visuellen Konzepten am Ende dieser Verarbeitungshierarchie bewusst? Das sind hier genau die Fragen, die Sie hier jetzt anhand der FMRT-Ergebnisse diskutieren sollen. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind damit am Ende der 5. Sitzung unseres Seminars Funktionelle Neuroanatomie. Nächste Woche werden wir uns dann mit unserem nächsten Sinn beschäftigen, nämlich dem Hören.